Und hallo, hier ist wieder Oliver3911 mit Let's Play Mass Effect Part 66 und ich fürchte, wir werden meinen Let's Play Episodenrekord nicht brechen. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich mindestens 67 Parts schaffen will, um den Episodenrekord von Assassin's Creed 1 zu brechen. Aber daraus wird nichts. Den Längenrekord haben wir ja schon im Weiten überboten von der Spielzeit her, aber tja, den Episodenrekord werden wir nicht knacken. Egal, wir sind jetzt im höchstwahrscheinlich wirklich absolut letzten Part von Mass Effect. Und haben im letzten Part Saren fertig gemacht, wir haben die Savoyen fertig gemacht, wir haben alles fertig gemacht und deswegen werden wir jetzt höchstwahrscheinlich mit Lob und Beifall überschwemmt. Und im letzten Part gab es noch ein paar Achievements, die würde ich mir auch nochmal ganz kurz angucken. Und zwar, einmal haben wir noch die Mission bekommen, die Würmer-Mission hatten wir erfüllt. Dann haben wir noch den Großteil des Spiels bestritten im Elite-Status. Den Großteil des Spiels bestritten. Ja, das war das, glaube ich, als wir dann Saren gegenüberstanden, haben wir dann, glaube ich, diesen Erfolg bekommen. Und dann spielen sie Mass Effect einmal durch mit höherem Schild als Gesundheitsschaden. Oh, das ist auch nice. Und dann Mass Effect einmal auf beliebiger Schwierigkeitsstufe durchspielen. Super. Wow, 100 Gamerscore, das ist schon heftig. Machen wir weiter. Und jetzt hier mit schön Gelaber. Wir haben uns hier versammelt, um die gewaltigen Anstrengungen der Allianzstreitkräfte im Krieg gegen die Sovereign und die Gate anzuerkennen. Viele Menschen haben im Kampf ihr Leben verloren, um die Zitadelle zu retten. Tapfe und mutige Soldaten, die ihr Leben bereitwillig hingaben, damit wir, der Rat, überleben konnten. Ja, hoffentlich bedankt er uns euch. Es gibt kein größeres euch Opfer und wir teilen die Trauer über den tragischen Verlust so vieler großer Männer und Frauen. Der Rat steht überdies tief in ihrer Schuld, Commander. Wir werden sie nie zurückzahlen können. Sie haben nicht nur unser Leben, sondern auch das von Milliarden anderer vor der Sovereign und den Reapern gerettet. Commander Shepard, ihre heldenhaften und selbstlosen Taten dienen als Symbol für all das, für das die Menschheit und die Allianz stehen. Auch wenn wir diese tapferen Soldaten, die ihr Leben gegeben haben, um das unsere zu retten, nicht zurückholen können, so werden wir ihr Andenken durch unsere Taten in Ehren halten. Die Menschheit hat bewiesen, dass sie bereit ist, als Verteidiger und Beschützer unserer Galaxis aufzutreten. Sie haben ein für alle Mal bewiesen, dass sie es wert sind, in unsere Reihen aufgenommen zu werden und mit uns dem Zitadellrat zu dienen. Botschafter, im Namen der Menschheit und der Allianz danken wir Ihnen für diese Ehre, die wir demütig annehmen. Juhu! Wir brauchen eine Liste potenzieller Kandidaten für den Sitz der Menschen im Rat. Wir haben einen Ratssitz! Nach allem, was geschehen ist, wird Ihre Empfehlung sicher viel Gewicht haben, Commander. Unterstützen Sie einen bestimmten Kandidaten? Och, Gott, na... Captain Anderson könnte es natürlich werden, den Politiker hasse ich ja, aber das ist nicht meine Entscheidung, ganz ehrlich. Das sollen die Politiker unter sich klären. Das müssen die Politiker klären. Genau. Ich stimme dem Commander zu. Das ist viel zu wichtig, um überstürzt zu handeln. Natürlich, Botschafter. Wir nehmen Ihren Vertreter mit offenen Armen auf, wer immer es auch sein wird. Die Niederlage der Sovereign steht für den Beginn einer neuen Ära für die Menschheit und den Rat. Sie haben die Reaper besiegt. Nein, wir haben nicht die Reaper besiegt. Wir haben den Rat besiegt. Während... Ach, Quatsch. Ich kann nicht mehr. Es ist... Ich hab gerade... Ach, ich hab Mass Effect durchgespielt. Oh, ich freue mich schon. Ich freue mich so derbst drüber. Ich kann es euch gar nicht vorstellen. Aber philosophieren über dieses Spiel werde ich nachher nochmal. Weil ich bin mir sicher, da kommt noch ein Abspann. Und da werde ich dann nochmal ausführlich über dieses Spiel philosophieren. Aber jetzt erstmal hier antworten. Die Sovereign war nur die Vorhut. Die Reaper-Flotte wird trotzdem kommen. Hunderte von Schiffen, vielleicht sogar Tausende. Und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Mhm, so sieht's aus. Ah, die Zitadelle. Shepard hat recht. Die Menschheit ist bereit, ihren Teil dazu beizutragen. Vereint mit dem Rest des Rates sind wir stark genug, jede Herausforderung zu bestehen. Wenn die Reaper kommen, müssen wir Seite an Seite stehen. Wir müssen sie vereint bekämpfen. Und gemeinsam werden wir sie zurück in den Orkusnebel treiben. So sieht's aus. Oh, ich freue mich jetzt echt auf den zweiten Teil. Ganz ehrlich. Oh, nochmal Siegespose. Oh, nice. Nice, nice, nice. Jo, das war's dann jetzt. Das war Let's Play Mass Effect.
unter der Leitung von irgendwelchen Menschen, dessen Namen ihr euch jetzt durchlesen könnt und auch solltet, denn diese Menschen sorgen schließlich dafür, dass gute Spiele entstehen. Und nein, ich wurde nicht von der Spieleindustrie gekauft, das zu sagen, aber ich wünschte, es wäre so. Ja, Let's Play Mass Effect. Es ist vorbei. Ich werde kurz über das Let's Play und natürlich über das Spiel philosophieren, wenn es mir gegönnt ist. Ja, Let's Play Mass Effect. Insgesamt ein Spiel, was mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Von vielen Menschen ja, vor allem in den späteren Teilen, kritisiert, dass es sehr actionlastig ist und wenig rollenspiellastig. Ich muss jetzt mal meine Audio ein bisschen leiser machen, die Musik ist mir gerade zu laut. Aber ich persönlich sehe das weniger als Rollenspiel, sondern mehr als ein Action-Rollenspiel. Es ist ein sehr geiles Action-Spiel mit netten, wirklich geilen Rollenspielelementen. Und ich glaube, so kann man Mass Effect auch beschreiben. Teilweise hat es eine Szene, wo es sich wirklich ein bisschen hinzieht. Aber gerade die Hauptmissionen, die sind wirklich super. Die sind richtig schön inszeniert. Die Gespräche finde ich immer wieder toll. Und vor allem die Entscheidungsfreiheit, die man hat, ist wirklich geil. Es gibt, glaube ich, wirklich wenige Spiele, wo man so extreme Entscheidungsfreiheit hat. Und die sich auch wirklich auf das Spielgeschehen im Großen und Ganzen auswirkt. In den späteren Mass Effects vermutlich mehr als im ersten. Im ersten hat zwar auch Auswirkungen, aber nicht so viele. Ich werde es, glaube ich, definitiv nochmal auf Böse durchspielen, dann privat allerdings. Um einfach vielleicht nochmal Level 50 zu erreichen. Ich bin ja jetzt 41 oder 42, keine Ahnung. Und ich glaube, da wird es sich nochmal lohnen, das nochmal durchzuspielen. Auch nochmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, einfach nur so, weil ich es kann. Und es ist auch ein Spiel, es ist für ein Rollenspiel relativ kurz. Ich meine, wie viele Stunden haben wir jetzt gebraucht? Vielleicht maximal 20 Stunden, da waren wir durch. Also es ist, und wenn man es will, kann man es, glaube ich, auch noch schneller durchspielen. Es ist schon ein sehr geiles Spiel. Inszenierung möchte ich gar nichts weiter zu sagen. Ja, mein Let's Play, ne? Kann man ja noch was zum Let's Play verlieren. Ich persönlich fand das Let's Play wirklich gut. Das lag auch an diesem Spiel. Mass Effect bietet halt auch genügend Gesprächsstoff, um darüber zu diskutieren, zu reden. Und ja, wie üblich seid ihr natürlich aufgefordert, mir in den Kommentaren eure Meinung zum Let's Play zu schreiben. Auch zum Spiel, gerne zum Spiel. Ausführliche zum Sachen zum Spiel. Und jetzt kommt natürlich noch die große Sache, ne, auf die viele auch schon in den Kommentaren gefragt haben, wird es ein Let's Play zum Mass Effect 2 geben? Ich will es versuchen, will ich wirklich sagen. Ich werde, wenn ich ein Let's Play mache, werde ich den Save State vom jetzigen Spiel auf jeden Fall importieren. Deswegen werde ich mir den auch nachher gleich nochmal auf ein externes Medium abspeichern, damit er nicht verloren geht. So wie er jetzt ist. Also ohne nochmal durchspielen und sowas. Es sei denn, ich spiele es dann nochmal durch, oder? Aber mal schauen. Auf jeden Fall werde ich ihn aufheben. Und ja, es wird vermutlich mal ein Let's Play geben, aber wenn ich ein Let's Play von diesem Spiel mache, dann wird das eine andere Form bekommen. Nicht so klassisches Let's Play wie jetzt, sondern ich werde das anders aufziehen. Aber dafür müsst ihr leider noch ein Weilchen warten, weil dafür brauche ich schnelleres Internet. Und ich werde dazu dann, kommen noch mal Informationen, aber ich werde mich jetzt erstmal einem anderen Projekt gönnen. Hauptsächlich muss ja noch Halo fertig gemacht werden mit dem lieben Tom, ne? Da werden wir uns jetzt, glaube ich, voll reinstürzen. Let's Play Conker habe ich ja noch als Wochenendprojekt, muss ich auch noch fertig machen. Und ja, welches Spiel danach kommt, werde ich mal überlegen. Ich habe noch so ein paar Spiele auf der Liste, die ich ganz gerne auch mal Let's Playen würde. Und ja, ich werde mal entscheiden. Ich werde mal meine Sammlung durchgehen und werde mal gucken, was ich noch so für Spiele habe. Was ich ein bisschen schade finde, ist übrigens auch, was dieses Let's Play angeht. Wir haben jetzt nicht eine Romanze hingekriegt. Übrigens scheiße, ne? Eigentlich kann man in dem Spiel ja Romanzen hinkriegen und ja, eine Person, mit der ich eine Romanze anfangen konnte, habe ich umgelegt. Die ist auf Würmer gestorben. Und ja, die andere Person, die habe ich irgendwie nicht rumgekriegt. Das werde ich dann definitiv auch nochmal beim nächsten Durchspielen angehen. Das muss ja nochmal sein, ne? Zumal es dafür einen Erfolg gibt und für einen Erfolg tue ich ja alles, ne? Ich kenne mich ja, ich bin ja Schiffmature. Nein, Quatsch. Aber trotzdem, das Spiel hat mir wirklich sehr gut gefallen. Technisch ist es nicht immer auf der Höhe der Zeit, schon heute, schon gar nicht mehr. Das Spiel ist von 2007. Aber es hat teilweise wirklich noch ein bisschen extrem geruckelt. Und das ist echt nicht schön. Auch nicht auf der Konsole. Also PC sehe ich teilweise noch ein, wenn ein Spiel ruckelt, weil mein PC ist nicht der Beste. Aber auf der Konsole sollte das echt nicht sein. Aber es war ein Ruckler, mit dem ich leben konnte. Und es kann vermutlich auch daran liegen, dass ich es vielleicht installiert habe. Ich weiß es nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall wirklich geiles Spiel. Ich kann nicht immer nur wiederholen. Das Ende war kinoreif. Das Ende war wirklich schön gemacht, schön inszeniert. Auch nochmal, dass man die Entscheidungen hatte. Und ja, dass man Sachen erst kurz umlegt, um dann wieder aufstehen zu lassen, war ein netter Twist. Aber es war klar, dass nochmal ein Kampf gegen Lara kommt. Dafür war der Typ viel zu lange Feind, als dass wir nicht nochmal gegen ihn vernünftig kämpfen. Jo. Was haben wir hier jetzt sonst noch so für Leute, ne? Gibt's ja so ganz viele Leute, die hier mitgearbeitet haben. Ah, Microsoft Game Studios. Ist auch eine interessante Geschichte, ne? Mass Effect war ja ursprünglich, wurde ja von
BioWare entwickelt, ne? Und war ja damals noch Mass Effect Games, Gottes Willen, ich habe meine Stimme jetzt verloren. Microsoft Game Studio. Die ganze Chose wurde ja dann später aufgekauft von EA. Deswegen ist der zweite Teil ja auch unter EA gepublished worden, genauso wie der dritte Teil von BioWare jetzt. Und das ist ja auch dann auch der Grund, warum es nochmal für die PlayStation 3 rauskam, der zweite Teil. Und nicht nur für Xbox und PC. Fand ich übrigens ein guter Schritt. Viele Xbox-Nerds wird es ein bisschen ärgern. Ich persönlich fand es ein netter Schritt, weil Mass Effect 2 ist wirklich ein richtig gutes Spiel. Ich habe es ja eine Weile auf dem PC schon mal gespielt, vor Jahrzehnten. Vielleicht als es rauskam, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern, aber es kann eigentlich nur zu dem Zeitpunkt gewesen sein. Und war ein gute Möglichkeit, so konnte man nochmal den anderen Leuten dieses Spiel zugänglich machen. Wirklich eine nette Sache. Ansonsten fällt mir gerade nichts großartig mehr ein. Was BioWare momentan abzieht mit, also beziehungsweise BioWare EA, ist es ja eigentlich mehr, was EA hier abzieht mit Mass Effect 3, ne? Habt ihr bestimmt mitgekriegt, mit diesem Day One DLC, der rausgekommen ist, gleich zum Erscheinen von Mass Effect 3 ein 10€ DLC rauszubringen, ist wirklich unverschämt. Außerdem habe ich gehört, dass das Ende nicht so dolle sein soll, aber da lasse ich mich nicht spoilern. Das ist mir zu heilig, dafür will ich selber nochmal durchspielen. Ich glaube, ich gehe mir demnächst im Laden und kaufe mir Mass Effect 3 noch. Ich habe bei einem großen Versandhändler mit A, das habe ich heute auch nochmal getwittert, ein Angebot gesehen, die Kinect-Kamera mit Mass Effect 3 plus Kinect Adventures für 109€. Das ist wirklich ein geiles Angebot, ich glaube, da werde ich zuschlagen. Aber ich will jetzt hier keine Werbung machen, zumal ich glaube, wenn ihr den Part seht, könnte es durchaus passiert sein, dass dieses Angebot nicht mehr verfügbar ist. Also das Angebot, falls es euch interessiert, ist verfügbar bis zum 31.03.2012. Solange könnt ihr nochmal bei diesem großen Versandhändler mit A gucken und euch das kaufen, wenn ihr es möchtet. Sollte dieser Part nach dem 31. rauskommen, habt ihr Pech gehabt. Dann hat euch mein toller Hinweis nichts mehr gebracht. Aber ich glaube, das werde ich machen, weil ich spiele schon seit langem mit dem Gedanken, die Kinect zuzulegen. Und Kinect kostet normalerweise schon alleine 100€ mit Kinect Adventures dabei. Und dann nochmal Mass Effect 3 für 9 bzw. 10€ mehr dazu zu bekommen, ist eine geile Sache. Dann kann man sich auch durchaus diesen Day One DLC nochmal gönnen, weil dann bin ich trotzdem bei einem Kaufpreis von 20€. Und das kann ich mir dann schon mal gönnen. Und Kinect, das ist eine schöne Sache da. Überlege ich schon lange. Ich werde mir erstmal von einem Bekannten, dem lieben Tom, mit dem ich auch hier Halo Let's Player, der hat ja Kinect, werde ich mir erstmal bei ihm ausleihen, mal das ausprobieren, ob es bei mir in meinem kleinen Zimmer überhaupt funktioniert. Ich habe ja bloß so eine 2 Quadratmeter Buchte. Müsste man echt mal ändern. Aber schon alleine wegen der Sprachsteuerung. Die Sprachsteuerung funktioniert bestimmt auch in einem kleinen Raum. Ich glaube, das ist sogar besser, wenn du dann im kleinen Raum sitzt. Ja. Jetzt habe ich noch ein bisschen über Kinect gefaselt und Mass Effect 3. Mein Gott. Mein Gott. Ich glaube, was ich auf jeden Fall machen werde, bevor ich das Let's Play vom zweiten Teil angehe, ist nochmal einen zweiten Teil persönlich, also selber zocken. Ich werde ihn jetzt erstmal in Ruhe zocken, bevor ich dann Let's Play mache. Das ist so mal sicher. Und damit ist der Abspann vorbei. Es kommt noch ein Ladebalken und jetzt bin ich gespannt, ob noch irgendwas passiert. Ob wir einfach ins Menü zurückgeschmissen werden. Wir werden einfach ins Menü zurückgeschmissen, ja. Gut, dann sind wir jetzt durch. Das war's dann. Wir sind fertig. Ja, ich habe fertig. Der Part ist jetzt nicht ganz so lang. 15 Minuten ist eigentlich eine gute Länge für einen Part. Da kann man eigentlich gar nichts gegen sagen. Und ja, Karriere laden ist vermutlich unser letzter Speicherpunkt, ne? Hier das Auto speichern in der Citadel, genau. 20.56 Uhr, mein Gott, das ist ja schon wieder ein Weilchen her. Eilos, die Wächter, ja. Kann ich nochmal speichern? Ne, ich kann jetzt bloß noch laden, zum Teufel. Gut, dann verabschiede ich mich jetzt, Leute. Das war Oliver 301. Ich verabschiede mich und wir sehen uns in einem nächsten Let's Play wieder oder in einem laufenden. Haut da noch ordentlich rein. Und immer sauber bleiben, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.